Zuerst wollten die Schweizer Grenzpolizisten ihren Augen nicht trauen. Dann haben sie dieses Beweisvideo veröffentlicht. Erst streckt sich ihnen ein Arm aus dem Koffer entgegen, dann erscheinen Kopf und Schultern. Es ist ein 21-jähriger Flüchtling aus Eritrea, der schließlich heraussteigt und abgeführt wird. Eine akrobatische Leistung, die aber auch deutlich macht, der Mann muss so verzweifelt gewesen sein, dass er sich sogar in einen engen Koffer zwängte. Angeblich habe der Afrikaner darauf verzichtet, in der Schweiz Asyl zu beantragen und sei deshalb sofort nach Italien zurückgeschickt worden.